Kreativität, Freude und Puzzle. Das Puzzlespiel erklärt eigentlich die anderen beiden Begriffe mit. Also in dem Moment, wenn ich in der Profa sitze und zum ersten Mal Lichtton bei irgendeiner Inszenierung dazukommen und dann bei der Premiere die Zuschauer auch noch dazukommen, dann ist das genau der Augenblick, in dem man so 1000 Puzzleteile Ding zu Ende macht. Alle Hände kommen auf den Tisch, drücken dieses Puzzle zusammen und dann ergibt sich für einen kurzen Moment ein Bild. Und das ist ein wunderbarer Augenblick einfach. Also das ist der Grund, warum ich die Profa so liebe. Eine eigene Inszenierung, da haben wir damals Kafka den Prozess hier inszenieren dürfen. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil wir vorher in so einem kleinen Provinzgemeindesaal gespielt hatten. Aber ich war schon mehrfach vorher da, nur hatte die Profa gar nicht wahrgenommen als ein Theater, das eventuell auch für uns in Frage käme. Und da setzten sich dann auch plötzlich diese beiden Bilder übereinander. 5 Jahre, 3 Monate. Ich weiß es aber nur zufällig so genau, weil Rampös das 5-jährige Jubiläum jetzt eben gerade feiert, deswegen habe ich es nachgeschaut. Also tatsächlich mochte ich es besonders gerne, als wir bei der Inszenierung von Falk Richters die Verstörung vom Bühnenhimmel sozusagen ganz viele Weihnachtskugeln, sein Weihnachtsstück, hängen ließen. Und Flo, ich glaube Markus auch, vollkommen zu Recht sich geweigert hatten, den Scheiß für uns zu übernehmen. Und wir dann selber auf diese Technikerleitern steigen mussten, / durften. Und die aufgehängt haben und ich da erstmal erfahren durfte, wie hoch, ich weiß nicht, 6 Meter sein können, sind es 6 Meter, 5 Meter um den Dreh. Es war berauschend und gleichzeitig sehr angsteinflößend, ich erinnere mich sehr gut. Vor, ich glaube, 2 Monaten war das, als die Profa mal ganz kurz zwischen 2 Lockdown-Phasen geöffnet hatte, war ja das Tanztheaterfestival hier. Und da war eine Künstlerin aus Estland oder Litauen hier mit dem Sofa Project. Und das habe ich mir angeschaut und weil ich das irgendwie spannend und skurril fand, bin ich der hinterher über die sozialen Netzwerke gefolgt und habe ein kleines Video entdeckt, in dem sie ganz begeistert von der Brotfabrik berichtet. Und dann kommt sie rein und sagt, oh, this is the very famous Brotfabrik and there's amazing technician, a magician technician. Und in dem Moment kommt der Flo hinten um die Bühnenecke und this is the magician, this is the technician magician. Und das Tolle daran fand ich, weil ich Markus und Flo eben auch schon so oft als Magier an Licht und Ton bezeichnet habe. Und das sind sie eben auch. Und das war ein schöner Moment, das irgendwie bei einer anderen Person wiederzuentdecken. Die Brotfabrik hat einen immensen Impact auf mein Leben, weil ganz viel von dem, was ich liebe, hier seinen Ursprung und seine Zielsetzung hat. Aber mein Leben ist schon in allererster Linie beispielsweise auch meine Familie. Ja, also ich kann das nur bedingt beurteilen. Ich habe jetzt auf noch keiner Bühne so oft spielen dürfen wie hier. Aber auf den Bühnen, auf denen ich bisher gespielt habe, ich erinnere mich eben wirklich noch sehr gut an unsere erste Inszenierung, war es bisher immer auf eine Art und Weise professionell, die immer auch eine Distanz beinhaltet. Und hier habe ich zum ersten Mal erlebt, dass Professionalität und familiäres Gefühl ganz arg Hand in Hand geht. Und das zeichnet für mich die Brotfabrik auch sehr aus im Vergleich zu anderen Theatern, die ich kennenlernen durfte. Toller Ort ist eigentlich außerhalb der Brotfabrik, wenn man bei Momo vorbeiläuft, diese kleine Gasse bei dem Bioladen, und dann so 1 Meter vor der Querstraße, die vor der Garageneinfahrt verläuft, ankommt und zum ersten Mal dieser Schriftzug Brotfabrik in Gänze zu sehen ist. Das ist ein großartiger Augenblick, der immer noch nach 5 Jahren regelmäßig mir Schauer über den Rücken laufen lässt. Am meisten liebe ich aber schon oben im Technikraum oder unten in der ersten Zuschauerreihe zu sitzen, wenn dieses Puzzlespiel der vielen Hände zusammenläuft. Die gab es ganz gewiss, aber ich bin ja so positiv gestimmt, deswegen verdränge ich die natürlich. Nee, es lief tatsächlich immer alles rund, außer die kleinen stinknormalen Inszenierungspannen, die es immer gibt. Es gab nie einen Moment, in dem ich irgendwie ein schlechtes Gefühl hier hatte. Es tut mir leid. Also was mir schon immer noch fehlt,
Und da bin ich ja dran, ein Stück weit mit dem 42-Stunden-Festival beispielsweise zu versuchen, das zu ändern, ist noch mehr Connection zwischen den freien Gruppen. Damit es noch mehr als es schon ist, ein Ort des Austausches und der gegenseitigen Befruchtung wird, die Brotfabrik. Weil das die Stärke der Brotfabrik ist. Und das Zweite, was, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, das Marabou ist, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung stark getrennt von der Profa. Und da würde ich mir noch eine engere Verzahnung tatsächlich wünschen, damit das Marabou mehr zur Profa und die Profa mehr zum Marabou wird und dann nicht mehr so ein Spalt dazwischen ist. Also ich wünsche uns eigentlich, dass wir unsere Kreativität und unsere Lust an der gegenseitigen Kreativität, dass wir die nicht verlieren. Das ist eine Sorge, die ich tatsächlich gerade habe. Es ist halt, Kreativität ist halt nicht wie Wasser, das man in ein Glas gießt und wenn da mal kurz ein Stöpsel drin ist, fließt es halt wieder, wenn man den Stöpsel rausnimmt. Oder wenn man den Fluss unterbrochen hat, dann kann der leider auch versiegen. Und ich wünsche uns wirklich von Herzen, dass es nicht passiert. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ihr diese halbtote Phase, die wir gerade durchschreiten müssen, mit solchen Formaten wie dem hier unterstützt und überbrückt. Ich glaube, der schönste Moment, den ich hier in der Profa erlebt habe, das ist ein bisschen intim jetzt ehrlich gesagt, weil das viel damit zu tun hat, dass ich eigentlich ein ziemlich unsicherer Mensch bin. Und der schönste Moment, den ich hier hatte, und das geht eng einher mit der familiären Atmosphäre, die ihr schafft hier, war, als ich oben im Technikraum saß, und das war bei unserer zweiten Inszenierung, die wir hier gemacht haben, und ich weiß nicht mehr, wer das war, es war entweder Markus oder Flo, und wir haben die Lichteinstellungen gemacht, und einer von beiden sagte, das finde ich gut, wenn Dinge vorgeplant sind und einfach funktionieren. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja noch ganz neu in dieser ganzen Theaternummer. Also ich habe schon lange gespielt, aber ein zweites Mal erst Regie geführt. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, gleichwertig und professionell behandelt zu werden. Das hat mich damals unheimlich gefreut. Und das ist ein bisschen eitel, ehrlich gesagt, jetzt diesen schönsten Moment auf mich persönlich zu beziehen. Aber das war ein Moment, der mir unheimlich Kraft gegeben hat.